ihr Lieben, es ist wieder Videozeit. Es gibt ein neues What I Eat in a Day und wir legen auch sofort los. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist richtig kalt und auch so ein bisschen neblig. Ich gehe gerade eine Runde mit Ulla, die sich schon wieder hier, die schon wieder Pferdemist essen möchte. Jetzt gehe ich mal weiter, als wenn es zwischendurch ruckelt. Sola. Und ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit. Eigentlich wollte ich das schon gestern tun, aber gestern war irgendwie ein schöner Tag, aber total langweiliger Tag. Es ist irgendwie nichts passiert, wir saßen nur im Auto. Und da, ich dachte irgendwie, es wird interessant, aber es war nicht interessant. Es war schon interessant für uns persönlich, aber es ist irgendwie nichts passiert. Wir saßen im Auto, sind nach Frankfurt gefahren, zur US-Botschaft und da sind ja sowieso strikte Sicherheitsvorkehrungen. Ach, Ulla ist wieder in Jagdmodus. Ich dachte, der Tag wird irgendwie interessant, da war er aber nicht. Und somit habe ich gestern dann nicht gefilmt, sondern wir haben als Familie einen schönen Tag im Auto verbracht. Einen sehr sonnigen Tag. Der Tag beginnt bei mir fast immer mit einem Hundespaziergang, weil der Hund muss raus. Mein Mann übernimmt dann eher so die abendlichen Runden, ich eher so am Morgen, aber es kann auch mal umgekehrt sein. Und jetzt gehe ich erstmal eine schöne große Runde mit Ulla. Ich habe wie immer ein Glas Wasser getrunken, noch nichts gegessen. Ich habe mich auch echt warm eingemummelt, also minus 2 Grad ungefähr. Ich habe schon mein Auto gesehen, das darf ich richtig doll kratzen. Und ich habe mich richtig warm eingepackt. Mir ist kalt, Look. Und heute Morgen fiel es mir richtig schwer aufzustehen, weil mir irgendwie so eine Nacht fehlt. Wir sind gestern um 3 aufgestanden, damit wir so um 3:45 losfahren konnten. Und ich bin zwar eine absolute Frühaufsteherin, aber das ist echt nicht meine Zeit. Also 3 Uhr ist irgendwie auch für mich so, what? Obwohl ich immer super hochkomme. Ich kann auch um 1 aufstehen. Ich kann immer aufstehen. Ich komme immer super hoch und alles läuft super, aber es war richtig, ich finde es schon krass. Ich bin müde und deswegen habe ich heute Morgen auch gedacht, so, oh Gott, ich kann einfach nicht aufstehen. Ich bin so kaputt, aber ich habe auch gedacht, nee, ich habe noch so viel zu tun. Und ich möchte den Morgen einfach immer schön ruhig starten und für alles meine Zeit haben. Und bei mir hat alles so sein Zeitfenster und es klappt eigentlich ganz gut. Und wenn ich jetzt bis 8 schlafe, dann muss ich alles auf einmal machen und das nervt mich. Bin nicht so der Multitasking-Mensch. Kann ich gut, aber nervt mich zu Tode. Und alles hat so seinen Zeitslot und damit geht es mir total gut. Und dann weiß ich, ich habe für alles genug Zeit. Auch für mich, für den Hund, für die Kinder, für Hausarbeit, für Arbeit. Und das klappt dann immer besser. Und die Sonne kommt jetzt langsam hoch. Wird auch Zeit. Wir schleppen hier schon wieder Äste mit. Ich habe ja morgens immer die Schleppleine hier im Wald. Die Sonne kommt gerade hoch. Das ist das, was ich brauche. Sonne im Gesicht. Bitte eine Portion hierher. Ja, sie geht jetzt langsam auf. Richtig schön. Freue ich mich drauf. Bis später. Ja. Ich bin ja schon da. Er sagt, Kontakt zum Schlüssel verloren. Hilfe. So, jetzt muss ich hinten die Scheibe noch. Ah, wunderbar, das geht schon. Das Gute an dieser trockenen Kälte ist ja, dass man gut Auto fahren kann. Scheiben sind frei. Ach, das ging ja leicht. Normalerweise ist es immer so, manchmal ist da so eine Schicht drauf und dann ist das nicht mehr leicht. Neulich habe ich meine Handschuhe auf dem Weg hier liegen gelassen. Ich habe die kurz auf den Boden getan, weil ich sie nicht in die Tasche stopfen wollte, habe ich sie liegen gelassen. Dann lagen sie auf meinem Briefkasten. Hat jemand gemerkt, dass es meine Handschuhe sind? Es können nur die von der sein. So, jetzt bin ich auch bereit. Die Geschäfte haben noch nicht offen, aber ich wollte eh noch Brot kaufen. Ist hier so warm, nee. Ich mag das nicht, wenn das im Auto mal so warm ist. Mag ich nicht. So, ich fahre los. Es geht zum Bäcker, Brot kaufen. Und ich denke Kaffee auf jeden Fall, weil ich hatte noch keinen Kaffee. Und Ulla macht das immer ganz toll im Kofferraum. Kann man sie sehen? Die ist da hinten drin. Ist ein kleiner Kofferraum,
aber sie kann sich da wunderbar einmal drehen und fühlt sich ganz wohl. Hat jedenfalls immer Bock mitzukommen, meine treue Begleiterin. Ich habe mich jetzt im Auto ein bisschen aufgewärmt und mein allererstes Frühstück ist jetzt eine Banane. Ich war ja vorher mit Ulla und ich finde es immer ganz schön, morgens jetzt eine Banane zu essen, weil es ist so ein bisschen füllend, man bekommt genügend Nährstoffe und ich finde es so ein ganz gutes Körpergefühl. Also ich werde jetzt erstmal in Ruhe hier meine Banane essen und dann gibt es für mich einen Hafer-Cappuccino. Der ist echt hier sehr, sehr lecker und ja, dann werde ich erstmal gucken, dann werde ich das zweite Frühstück mit den Kindern dann wahrscheinlich einnehmen, weil wir haben gerade Ferien in Hamburg und die Kinder dürfen ausschlafen und da freuen sie sich sehr drüber. Also kommt es oft vor, dass ich die Erste bin, die einfach aufsteht und in den Tag startet mit Ulla. Und da wir gestern so lange gefahren sind, ist mein Mann noch richtig kaputt, weil er hat die meiste Strecke zurückgelegt, gebe ich zu. Ich bin immer zwischendurch nur mal kurz gefahren, dann hat er geschlafen. Also er ist gestern super viel Auto gefahren und ja, es war einfach ein anstrengender Tag, deswegen ich denke, er ist auch schon irgendwie unter der Dusche, aber der war auch so kaputt. Weil gestern Nacht mussten wir nochmal mit Ulla raus. Ich weiß nicht, was da los war. Sie hat an der Tür gekratzt und meinte, sie wollte raus. War mein Mann gestern Nacht noch mit Ulla, so um 3:15 und dann meinte er so, ich stehe morgen nicht auf. Und ich so, nee, wenn du jetzt gehst, stehe ich morgen natürlich auf. Ich mache mir jetzt ganz kurz gemütlich. Ulla ist hinten drin, ich höre jetzt ein paar Sprachnachrichten ab. Und dann fahre ich nach Hause zu den Kindern. Ich komme jetzt nicht weiter, weil die Müllabfuhr hier die Straße blockiert, was auch völlig in Ordnung ist. Die Jungs und die lieben Männer müssen hier auch irgendwie arbeiten. Wir haben hier sehr schmale Straßen und ich habe mich jetzt hier einfach hingestellt. Ich stehe da mit zwei Müllautos, ich glaube einmal Papier und einmal Müll. Und sie haben mir schon signalisiert, dass das jetzt kurz ein paar Minuten dauert. Ich habe gesagt, sie sollen sich keinen Stress machen. Ich hoffe, mein Kaffee. Ich habe jetzt eben gerade mit meinen Kindern gefrühstückt und ich kann euch ja mal ein Frühstück zeigen. Ich habe mir wieder so einen Joghurt hier gemacht mit leckeren Früchten und ja, ich habe die Früchte wieder warm gemacht und das ist echt lecker, das esse ich total gerne. Meine Kinder hatten auch unterschiedliche Sachen. Einer hatte auch Joghurt und zwei haben sich ein leckeres Brot gemacht mit leckerem Aufstrich und Gurken und Möhren und einer hatte Marmelade. Und die Kinder lassen heute den Tag ein bisschen ruhiger angehen. Ich nicht. Ich fahre jetzt zum Pferd, weil ich das nämlich sehr gerne ausnutze, dass auch mein Mann jetzt da ist. Und der kümmert sich dann heute Morgen um alles. Und ich habe den Vormittag praktisch pferdefrei und kann mein Pferd bewegen. Das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Ich brauche ja auch mal ein bisschen einfach Auszeit. Und das genieße ich jetzt auch. Das Wetter ist wieder top. Ich fahre jetzt los. Ich muss nachher auch noch ganz viel erledigen. Ich muss Hundefutter kaufen. Ich muss auch Pferdefutter kaufen. Da muss ich jetzt auch mal sehen, wie viel ich kaufe davon, weil zum Teil das ja immer 20 Kilo Säcke sind oder 15 Kilo Säcke. Ob ich noch so viel brauche. Ich glaube, ich lasse den Rest einfach im Stall stehen oder kaufe ich so eine kleine Packung. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt fahre ich aber erstmal los und genieße den Morgen. Das Wetter ist top und ich bin gut drauf. Was will man mehr? Und ich hoffe auch sehr, dass heute mein Paket kommt, weil ich habe nämlich meine neuen Gummistiefel bestellt, weil ich habe ja so ein richtiges Loch. Es war so ein kleines Loch und jetzt ist es aber richtig groß geworden. Also nicht richtig groß, ungefähr. Ich habe jetzt so einen Riss hinten im Gummistiefel, der leider immer größer wird. Oh, der leider immer größer wird, weil ich natürlich auch regelmäßig spazieren gehe mit diesen Gummistiefeln. Da es noch sehr kalt ist. Ich habe noch andere Wildlederschuhe, aber die ziehe ich natürlich auch nicht an, wenn ich mit dem Hund gehe, weil die sollen länger halt schön bleiben. Das ist halt mein Schuh, den ich halt mal nicht am Stall und nicht mit dem Hund in Verbindung bringen möchte. Sondern wenn ich auch mal was anderes mache. Ist selten, aber kommt vor. So, jetzt muss ich warten, damit ich die Schulkinder nicht umfahre, weil ist ja auch Ferienbetreuung hier, ne? Na, jedenfalls hoffe ich, dass das Paket heute kommt. Ich muss noch mal gucken, wie weit das Paket schon ist, ob das schon hier in der Umgebung ist. Wäre cool, wenn ich heute Abend meine neuen Gummistiefel hätte. Und ich musste feststellen, dass meine alten Gummistiefel, die ich vorher hatte, also ich hatte ja so eine Mischung aus Reit- und Stallstiefel, weil das für mich einfach am besten ist. Weil nur Reitstiefel macht für mich irgendwie keinen Sinn. Macht schon irgendwie Sinn, aber ich habe auch festgestellt, ich wechsle ungern im Winter auch meine Schuhe am Stall, weil das alles so kalt ist immer. Und jetzt habe ich so einen Kombinationsstiefel, mit dem ich auch mit dem Hund gehe, mit dem ich Stallarbeit mache und mit dem ich auch reite. Und das war eigentlich so eine ganz gute Kombi. Ich fand ihn eigentlich total warm. Vor allem ist der Schuh richtig bequem, vor allem, weil ich auch mit Ulla lange Strecken laufe. Ich gehe auch mal 10 Kilometer ein Stück mit dem Hund. Und das muss einfach bequem sein. Jedenfalls mag ich die Marke total gerne und musste aber feststellen, dass es den gar nicht mehr gibt, den ich haben wollte.
weil der war so ganz gut auch. Ich finde ihn total bequem. Natürlich, wenn es wärmer wird, ziehe ich auch oft wieder, wenn ich mit dem Hund gehe, auch Turnschuhe an. Aber meine alten Turnschuhe sind jetzt auch kaputt. Ich muss mir erstmal neue kaufen. Und da es ja doch auch im Frühling noch oft regnet am Stall. Also nicht nur am Stall, es regnet halt oft und der Boden ist halt oft auch nass. Und in den Wäldern ist es halt als letztes trocken. Während die Wiesen und die Stadtwege und auch die Wege jetzt hier draußen, die so Hartsand sind, gut abgetrocknet sind, gibt es aber immer auch Ecken, wo ich unterwegs bin, wo es eben noch matschig ist. Deswegen ist für mich das ganze Jahr ein guter Gummistiefel, der einfach ein gutes Fußbett hat, total unerlässlich. Und ich merke, wie ich das brauche, wenn es nicht da ist. Ich glaube, ich kaufe jetzt nochmal Pferdefutter. In einer Minute macht hier unsere Futtermühle auf. Oh, ist da schon ganz schön was los. Und ich kaufe jetzt mal ein. Mal gucken. So, ich bin jetzt angekommen. Und ich mache mir jetzt das Tor auf. Weil ich will gleich ins Gelände reiten bei dem Mega-Wetter. Weil morgen habe ich wieder Unterricht. Und das ist immer ganz gut, wenn man das ein bisschen, das Training so ein bisschen abwechslungsreich oder das Reiten ein bisschen abwechslungsreich macht. Es sind auch schon ein paar Leute unterwegs. Ist halt auch schon, ja, jetzt kurz nach 9. Ist für mich sehr spät. Ich reite sonst immer früher. Aber ist auch nett. Es ist halt ein bisschen wärmer jetzt und der Boden ist besser. Ich kann es nicht beschreiben, was die Sonne mit mir macht. Und ich bin auch froh, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen gemein jetzt, aber ich bin auch froh. Ich bin auch echt froh, dass der Winter weg ist, weil es ist echt leichter für mich mit meinem Pferd. Und ist das schon doof, wenn die Böden immer so hart sind, so matschig ist, es so windig ist, so kalt ist. Dann wird auch irgendwann die Seele kalt. So ein bisschen Sonne, das macht was mit allen, oder? Mega. Ich hole jetzt gleich mein Pferd und dann geht's los. Schön putzen. Und ja, jetzt ist ein bisschen Freizeit angesagt. So, hier ist sie, die kleine Maus. Na du? Ach, sie hat gelegen heute Nacht. Das sieht man, oder heute Morgen sieht man hier an den Spänen. Hat sich's bequem gemacht. Hast du dir's bequem gemacht? Süße Maus. Ich putze dich jetzt. Sie ist jetzt zurzeit auch voll das Haarmonster. Also nicht nur Ulla, sondern die haart richtig. Sieht man auch hier. Die haart. Da kommt jetzt alles runter. Wow. Jetzt geht's richtig los. Süße, ich putze dich jetzt. Und dann ab mit uns ins Gelände. Hast du Lust? Ich glaube schon. Möchten Sie laufen etwas? Ich glaube schon. Also, ich mach dich mal fertig und dann geht's los. So, jetzt habe ich die ersten Sachen vom Pferd hier runtergekratzt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier ist alles voll. Geht so hier, ne? Aber hier, was kommt denn da so runter von so einem Pferd? Und sie sieht nicht wirklich sauberer aus als vorher. Jetzt putze ich da nochmal zweimal ordentlich drüber. Und ja, das ist echt wirklich sehr haarig hier. Muss ich gleich mal alles zusammenfegen. So, ich habe das jetzt mal eben grob zusammengefegt. Also wie gesagt, ich habe noch nicht richtig doll gefegt, noch nicht ganz richtig. Und guck mal an, was da alles runtergekommen ist. Ja, das mache ich jetzt am besten zweimal am Tag. Der Fellwechsel ist krass. Aber mein Pferd ist jetzt schon ein bisschen gesattelt. Hat gute Laune, hoffe ich. Ja. Und ich wollte jetzt nur noch, bevor ich reite, hier alles grob zusammenfegen, damit hier Platz ist, falls noch jemand kommt, damit sie nicht ganz so schlimm aussieht. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. So, jetzt gibt es erstmal einen Apfel. Ich bin jetzt zurück von meinem Ritt und sitze hier so ein bisschen in der Sonne. Hab gerade mein Pferd fertig gemacht und jetzt gibt es einen leckeren Apfel.
sieht echt gut aus. Und vitaminreich ist er auch. Also Leute, macht es euch leicht. Esst mehr Äpfel. Schnappt euch eine Banane oder eine Möhre. Ist so lecker. So, ich sitze jetzt wieder im Auto und werde jetzt gemütlich zurückfahren. Ich liebe es auch, Auto zu fahren bei gutem Wetter. Es ist so schön im Auto, so warm mit der Sonne. Hat so ein bisschen was von Urlaub. Und dann werde ich auf jeden Fall Mittagessen für die Kinder. Drei Fragezeichen. Jetzt geht das Auto wieder nicht, weil ich die Sicherheitsvorkehrung hier nicht eingehalten habe. Ja, im Märzen der Bauer, ne? Hier sind ganz super viele Landmaschinen unterwegs, die alle ihre Felder fit machen. Das ist ja auch richtig so. Sonst hat man ja auch irgendwie nichts zu essen. Ne? Ja, cool. Ich stehe jetzt hier alle rum, deswegen kann ich hier. Jetzt muss ich hier 20 fahren. Aber egal. Seitdem ich den Wildunfall hatte, fahre ich auch gerne mal ein bisschen langsamer. Ich meine, ich bin nicht bekannt fürs Schnellfahren. Überhaupt nicht. Bin eher so eine ganz normale Autofahrerin. Also ich halte mich immer an die Regeln. Meistens zumindest. Aber seitdem ich den Wildunfall hatte, muss ich echt sagen, fahre ich gerade auf bestimmten Strecken, so wie hier, auch gerne mal ein bisschen langsamer. Sitzt noch ein bisschen in mir. Ich muss auch noch mal irgendwie einkaufen gehen, also jetzt nicht Bio-Lebensmittel, so wie ich es so gerne mag, sondern ich muss demnächst unbedingt ein paar Klamotten kaufen gehen, weil in letzter Zeit super viel kaputt gegangen ist und ich habe auch geguckt, wie es bei mir aussieht mit Frühlingsgarderobe oder irgendwie so, weil in Tennessee ist es zum Teil ja auch schon richtig warm. Ich habe mir vorgestern so einen kleinen Überblick verschafft, was ich noch habe und was ich gerne anziehe. Und wie gesagt, ich möchte ja auch ein bisschen was ausmisten, weil ich möchte jetzt auch keine Sachen mitnehmen, die irgendwie jetzt schon abgetragen sind. Weil ich habe doch super viele T-Shirts auch, die so kleine Löcher haben am Ende des Shirts. Ich trage das immer super gerne dann beim Stall oder weiß ich nicht, meistens Shirts steckt man eh in die Hose. Also ich trage meine Sachen echt, bis sie auseinanderfallen. Und ich habe auch so Lieblings-T-Shirts, die haben irgendwie, keine Ahnung, irgendwie da irgendwo ein kleines Loch, aber wenn man was drüber zieht, sieht man es eben nicht. Oder also ich trage die Sachen wirklich super lange. Deswegen lohnt es sich bei mir auch immer, auch gute Qualität zu kaufen und auch da ein bisschen Geld zu investieren, weil ich liebe, also wenn ich Sachen kaufe, bin ja ganz problematisch mit Klamotten kaufen, weil ich bin da super, ja, mir gefällt nicht vieles und ich möchte immer so einen bestimmten Stil haben, den es zum Teil gar nicht mehr gibt. Und ich möchte einfach, dabei will ich jetzt nicht sagen, dass ich da so einen ganz fancy Stil habe, aber ich mag gerne Basics und die mag ich gerne schön. Ich weiß ganz genau, was für Material ich mag. Ich weiß bei T-Shirts auch genau, welcher Schnitt mir steht oder was ich da möchte. Und ich weiß genau, welche Größe ich möchte und ich weiß genau, wie das sitzen soll oder wie ich es mag, dass es sitzt. Und ich weiß zum Beispiel, so eine typische Art von T-Shirt ziehe ich nicht an. Und, oder zum Reiten vielleicht ja, aber jetzt nicht so in der Freizeit. Also ich habe meine bestimmten Vorstellungen und ihr wisst, wenn man bestimmte Vorstellungen hat und der Trend ist gerade total anders, dann guckt man echt in die Röhre. Und ich muss demnächst unbedingt mal wieder los, ein paar Sachen kaufen, weil ich einfach, ja, weil ich einfach nicht mehr so viel habe. Alles aufgetragen. Und ich habe mir auch jetzt schon eine Jacke bestellt. Die müsste jetzt auch ankommen, so eine Übergangsjacke. Die habe ich online bestellt. Da war ich total froh, dass es die noch gab, weil ich wollte die unbedingt haben. Die gab es eine Zeit lang nicht. Und die zeige ich euch mal. Die müsste auch irgendwie heute oder morgen kommen. Ist auch so eine Übergangsjacke aus blauer Wolle. Richtig toll. Also so eine Wolljacke. Also nicht gestrickt, sondern so ein bisschen im Blazerformat mit Gürtel und so, wie ich es gerne mag. Und die habe ich dann im Netz noch irgendwo erhascht. Ich war total froh. Jedenfalls muss ich mal unbedingt nochmal los. Es wäre eigentlich einfacher, wenn ich einfach mal losfahren würde und einfach die Sachen kaufen würde. Aber mich nervt das so. Ich shoppe so ungern. Ich finde es einfach super nervig. Und seit 2 Jahren finde ich es anstrengend. Noch anstrengender. Vorher fand ich es schon anstrengend, aber seit 2 Jahren ist es irgendwie sehr anstrengend einzukaufen, finde ich so. Alles ein bisschen unentspannt. Gut, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ne? Ist ja auch. Man wächst ja auch an den Aufgaben. Und oh, mein Mann. Mein Mann mit meinem Hund. Cool, das war jetzt mein Mann. Und wir treffen uns an der Eisdiele, hat er gesagt. Das ist eine gute Idee. Die macht bei uns zum Glück immer relativ früh auf. Mein Mann meinte, er will unbedingt ein Erdbeereis essen. Und ich finde es eine gute Idee. Mega Wetter. Mein Sohn war völlig begeistert. Immer so, ey, cool, Eis am Vormittag. Mein Mann macht natürlich zwischendurch den Kindern immer ein reichhaltiges Frühstück und auch richtig coole Zwischenmahlzeiten. Da schnüffelt auch immer Rohkost. So, jetzt will ich nochmal hier parken. Ich parke jetzt mal gegen die Fahrtrichtung. Das zu dem Thema, dass ich immer korrekt mich verhalte. Aber gut. Ich tue jetzt ja hier keinem weh, ne? Auch wenn ich nicht in Fahrtrichtung stehe. Ich zeige euch gleich mein Eis und
Dann sehen wir uns gleich mit einem leckeren Eis. Also holt euch auch eins. So, es gibt leckeres Mittagessen. Mein Mann hat gekocht, er hat eine tolle, ja, so eine Art Pasta Carbonara gemacht, aber ohne Ei und so richtig lecker mit Hafersahne und Kräutern und ja, so richtig Balsamico drin, Balsamico-Essig ist da drin und ein bisschen Sojasauce und das ist richtig, richtig lecker. Ordentlich Knoblauch und eigentlich wollte ich mir jetzt noch Rucola darüber schnippeln, wie ich das so oft bei Pasta mache. Aber ich habe festgestellt, der Rucola-Salat ist nicht mehr gut. Leider nicht. Ne? Da war ich nicht schnell genug mit dem Essen. Und ja, der ist dieses Mal wirklich sehr schnell dahingegangen. Sonst, finde ich, hält er ein bisschen besser. Aber es kommt ja auch drauf an. Ja, bei uns gibt es jetzt zurzeit immer sehr schnelle Küche. Also schnellste Küche. Noch schneller als schnelle Küche. Und heute Pasta und richtig lecker. Wir gehen nachher noch einkaufen. Und mein Mann wollte mit den Kindern auch nochmal zum Friseur gehen, weil die waren jetzt auch länger schon nicht. Und dann wollen wir heute eventuell noch einkaufen gehen. Oder morgen. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken. Heute wäre eigentlich besser, aber morgen geht natürlich auch. Und hier ist mein neues Arbeitsutensil. Das wird praktisch mein Computer. Ich muss den mal klar machen. Aber... Und die... MacOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. Okay. If you know how to use VoiceOver, press the command key while you press Touch ID 3 times at the right end of the touch bar. Mm. To learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Verstehe. Das jetzt mal einrichten, das ist für mich eigentlich immer der Albtraum neuer Computer, weil ich habe immer Angst, genau, wenn ich ein neues Handy habe. Das habe ich nämlich auch. Ich habe auch jetzt ein neues Handy, worüber man sich ja eigentlich mega freut normalerweise. Für mich ist es immer richtig doof und ich mache natürlich immer eine Sicherungskopie von dem ganzen Kram, aber ich habe immer, es ist immer irgendwas nicht vorhanden, wenn man das rüberspielt. Das ist schon meine Erfahrung. Ich hatte es mehrfach, dass immer irgendwelche Sachen weg waren, dass sich Programme nicht mehr raufspielen lassen und dass es irgendwie immer Probleme gibt. Also ich hatte es noch nie, dass ich einen neuen Computer hatte und das war alles reibungslos und es lief alles immer super und deswegen bin ich jetzt ein bisschen genervt, weil ich jetzt schon weiß, was damit verbunden ist. Es sei denn, diesmal ist alles anders, aber es ist manchmal echt schwierig. Und dann hat man die Sachen einfach nicht mehr auf dem Handy oder die Sachen nicht mehr auf dem Laptop, obwohl ich alles rüberziehe, immer jeden Abend. Aber es ist trotzdem immer irgendwie anders. Selbst die Programme sind manchmal anders. Ach, mir graut ein bisschen davor. Aber gut, ich werde es angehen heute Abend. Schön verschieben, nein. Ich werde es auf jeden Fall angehen heute Abend, mir den klar machen, damit wir den anderen Computer praktisch einpacken können. Und dann werde ich euch mit diesem schönen Stück auf dem Laufenden halten. Ne? Ich finde es immer wieder krass, das ist kaum zu glauben, dass man hier, finde ich, mit so einem kleinen Teil so viel machen kann. Ne? Ja, aber so ist die Zeit. Ne? So, ich will jetzt mal schnell die Küche aufräumen und dann hier weitermachen. Richtig lecker New York Cheesecake mit Heidelbeere obendrauf. Ich bin sehr happy. Ich war wieder in meinem Lieblingscafé und habe mir ein Stück Kuchen gekauft. Ich habe nicht ein Stück Kuchen gekauft, ich habe 6 Stück Kuchen gekauft. Aber eines ist für mich und ich muss sagen, der sieht mega lecker aus. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche, muss ich gestehen. Richtig toll. Ich liebe gute Kuchen und auch gute Torten, wenn es gut gemacht ist. Also manchmal, meistens ist mir das einfach zu süß, aber diese hier sind richtig gut. Und dieses Mal, ja, es ist hier so ein New York Cheesecake mit Heidelbeeren obendrauf. Es gibt es nicht immer, deswegen habe ich das mal genommen, weil ich denke, die Abwechslung macht's. Ne? Ja, und ich freue mich schon drauf. Schmeckt richtig, richtig lecker. Zwischendurch gibt es ein paar leckere Tomaten. Die schmecken nämlich richtig gut und die snacke ich super gerne zwischendurch. Und mein Hund will immer was abhaben, aber nein, Ulla, es gibt jetzt keine Tomaten. Das sind definitiv meine, aber sie muss immer gucken, was ich da habe. Und ich werde jetzt ein paar Tomaten snacken und dann hier weitermachen. So, Zeit fürs Abendessen. Ich habe uns allen jetzt Brot gemacht und zwar sehr leckere Brote. Das hier ist mein Teller. Ich habe 3-mal eine leckere Kürbiskernkruste mit veganem Frischkäse. Einmal habe ich hier ganz basic mir so ein Gurkenbrot gemacht und noch ein bisschen Kräutersalz drüber. Und hier habe ich 2 Brote mit veganem Frischkäse, Cherrytomaten und grünem Pesto. Richtig lecker. Ich liebe zurzeit diese Tomaten, weil die schmecken so mega gut. Habe ich vorhin schon gesagt.
Und ich habe eben gerade gedacht, ich mache mir die jetzt auch noch aufs Brot, weil ich hatte diese Woche da auch mehr von bestellt und weil ich die so lecker finde. Und ja, also gibt es eine Brotplatte. Die Kinder haben ähnliche Brote. Jeder, bei jedem sieht es aber anders aus. Und die sind schon gerade richtig am Muffeln und das ist mein Teller auf jeden Fall. Sieht da lecker aus. Wenn ich eine Schwäche habe, dann für Pasta, sage ich euch. Aber es ist auch immer so lecker. Ganz tolle Pasta-Rezepte findest du auch in meinen 6 veganen E-Books. Die lohnen sich einfach immer. Dort gibt es auch ganz tolle Frühlingsrezepte, die dich jetzt zum frischen Kochen animieren sollen. Und da findest du auf jeden Fall auch tolle Rezepte für dich. Also klick dich in die Infobox und schau dir die mal genauer an. Wir sehen uns ganz bald wieder in meinem neuen Video. Ich freue mich schon drauf.